Distillers Edition bedeutet für mich die Chance, aber auch die Aufgabe, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir wollen den Charakter des Gins in einer Art und Weise auf seine mystischen Art auffassen. Und was kann den Charakter des Illusionist so ein bisschen herausstellen, und sind auf die nordische Mythologie gekommen. Wir sind gerade in Norwegen und machen die neue Distillers Edition. Suchen Impressionen, die wir darin verwerten können. Und damit meine ich nicht nur Pflanzen, Botanicals für den Geschmack, sondern auch Impressionen der Kultur und des Lebens, wie es hier passiert. Das ist ja echt gut. Der Gedanke von der Illusionist Distillery ist ja, dass wir etwas sehr Magisches oder sehr Spezielles entwickeln wollen. Es ist natürlich in einem Produkt immer schwer, verschiedene Facetten aufzuzeigen. Du hast natürlich dann, wenn du Distillers Edition machst oder eine Serie auch, wo du verschiedene Gewürze und Aromen mit reinbringst, die Möglichkeit, sehr viele verschiedene Komponenten, Ideen, Länder, Kulturen auch mit in deine neue Edition mit reinzubringen. Solche Botanicals zu finden, ist grundsätzlich nicht so einfach, aber man muss sich damit beschäftigen, wie und wo die Pflanzen aufwachsen. Wachsen sie am Bach, wachsen sie am Berg, wachsen sie im Wald? Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, macht es das einfacher. Da haben wir uns auch Hilfe geholt. Wir haben einen Guide von hier gefragt, der uns erklärt hat, wo wir was finden. Und dadurch war es auf jeden Fall nicht so schwer. Well, officially it was a muskox safari, but I like to call it a safari for everything, really, because this is a very rich area. We have more than 410 higher plants here. Some of them only grow in Dovrefjell. And we also have herbs, of course, we have berries, we have things we could use here. So the vegetation, the plant life, the animal life and everything is made for being here. And they have very special techniques for surviving. So Norway is a very varied country, a really varied country. Der Illusionist Gin ist für mich in den Teilen, wie wir es auch verwenden für die Distillers Edition, in einer leichten reduzierten Form, die wir dann quasi aufpeppen mit neuen Botanicals, eine Art Leinwand, auf der wir malen. Wir schaffen uns ein Stück Fläche und machen eine neue Komposition daraus über unsere Distillers Edition, indem wir neue Farben für diese Leinwand finden. Und diese neuen Farben suchen wir hier in Norwegen. Fortschritt heißt eigentlich für uns zu sagen, wir wollen nicht nur eine Art von Distillers Edition oder von Geschmacksprofil entwickeln, sondern wir wollen im Laufe der Jahre permanent den Status quo challengen und zeigen, dass so viele schöne andere Gewürze da draußen sind, die sehr viel schöne Gins hervorbringen können. Immer natürlich mit dem kleinen besonderen Twist, den wir immer auf Lager haben, dem Farbwechsel, der immer bleiben wird. Unsere Heroes der Botanicals, die wir hier gefunden haben, ergänzen sich ganz gut. Was wir machen wollten, ist ein bisschen die Natur wiederzuspiegeln, etwas Erdiges zu finden, was Frisches zu finden, was Süßes zu finden. Und das haben wir gefunden. Mädesüß wird hier verwendet in Desserts und es hat eine unglaubliche Süße, die ich so gar nicht so kannte. Fichtensprossen geben was Harziges, was Tiefgründiges. Beeren bringen was Frisches, was Saures rein. Beeren wachsen hier überall. Und es gibt hier Beeren, von denen habe ich noch nie gehört. Also ein absoluter Erfolg. Der Gegner oder der Bösewicht auf der Reise ist für mich auf jeden Fall die Zeit. Es ist so unglaublich
schön hier. Da würde ich gerne mehr Zeit hier verbringen.